Hallo und herzlich willkommen zu Videospaß mit Morgi und einer neuen Folge von South Park, The Stick of Truth. Ich muss gerade lachen, wenn ich hier unseren Helden den Duschbeck angucke. Wir haben ihn ein bisschen umgebaut, ein bisschen anders angezogen. Jetzt ist er die Radagast-Hipster-Version. Wir haben im letzten Teil den Tower of Peace ausgeräumt und den Mongolen-Boss besiegt, was für mich sehr spannend war. Und ich hoffe für euch auch. Wir haben neue Quests bekommen, natürlich. Großwildjagd mit Jimbo. Wir sollen Jesus finden, tatsächlich. Also Jesus physikalisch finden, nicht Jesus für uns finden, sondern den Typen Jesus. Wir haben neue Ausrüstung an, Level 4. Wunderbar. Und ich möchte gar nicht lang um den heißen Brei rumreden, es geht weiter. Wir waren noch in Jimbos Laden und möchten noch zu Skeeters Bar. Und dann haben wir wieder einen Teil... Oha. The stick is ours. Einen Teil auskundschaftet. What the heck? I'm gonna get grounded anyway, you might as well. Jawohl. Dann werden wir als allererstes unseren neuen Mongolenbogen benutzen. Der ist nämlich ultra stark. I'm out. One shot, sehr schön. Und Buttersdorf. Jetzt probieren wir mal den Hammer of Righteous. Den habe ich noch nie richtig gemacht. I'm sorry. Wow. Ja, der ist auch richtig stark, wenn man das richtig macht. Eat shit. You're straight tripping, Jin. Sehr schön. Dann noch ein bisschen Rambolen, weil das habe ich jetzt schon mal echt verkackt. Entschuldigung, entschuldigt die Wortwahl. Jawohl. Perfekt. Vielleicht sind wir heute ja besser drauf. So. Gesundheitstränke sind wir schon voll. Die können wir dann wirklich mal probieren. Bisschen öfters zu nehmen. Jimbo's Guns. Hier hinten gibt's nichts. Sound up, Sergeant. Da haben wir ja Candys Papa getroffen. Eine ziemlich wilde Geschichte. Der ist gerade nach einer Party aufgewacht, total verkatert noch. Die kommt jetzt gleich, Typen wie euch mögen wir ja nicht besonders. Sei friedlich, Skeeter. Erstmal ein neues Stream Pokémon. Blumentopf Amus. Nice. Was haben wir hier? Ah, das ist ein Bier. Kommen wir hinter die Bar? Nein. Vorsicht. Nasser Boden. Aufwertung verfügbar. Dann wollen wir das doch gleich mal machen. Fähigkeiten. Sollen wir weiter ins Rambolen gehen? Schaden erhöht. Und hier. Angewidert. Ich glaube, ich nehme mal hier, obwohl, was ist das fünfte hier? Das AOE anwidern? Ach, gehen wir mal ein bisschen in die Breite. Nehmen wir mal das hier. Weil den benutzen ja auch öfters mal, wenn da ein Tank steht vor dem Gegner. Und ein Vorteil. Nehmen wir mal Scharfschütze, weil der Bogen echt cool ist. Magie haben wir da nichts. Wunderbar. Hätten wir das auch geklärt. Well, well, you're supposed to be some kind of Knight of the Round Table? Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good Sir Knight, I got rats in the basement. Biggins.
That's why I got stuck with Her Majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Nice, eine richtige Dungeons & Dragons Startquest. Ich habe Ratten im Keller. Bitte beseitige sie. Sehr schön. Entschuldigung, Gattas. Tatsächlich, so holt man Geld aus dem Automat. Man schlägt einfach mal kräftig dagegen. Warum sagt denn der nichts? We don't take kindly to those kinds of butt noises around here. Ja, er sagt's doch. Mögen wir nicht hier. You kill any of them rats yet? So, dann gehen wir in den Keller. Ratten killen. Boah, die sind ja richtig abgefreakt. Ist da noch diese Musik? Joaquin. Beschwörungen. Wollen wir uns mal die Beschwörung gönnen? Miniaturgong. Ruft Mr. King herbei, der seinen traditionellen Kriegstanz durchführt, wodurch er die Feinde mit Scharfschaden aufschlitzt. Ja, dann machen wir das doch mal. I'm gonna do my war dance now. You gave it your best shot, and that's all Jesus asks of you. Das ist alles, was Jesus von dir erwartet, ja. Sehr schön. Sorry, Butters. Eieiei. Boah, dieser Dungeon hat irgendwie. Oh Christ, what a pickle! Wow, da ist eine weiße Riesenratte. Und seht mal diese Augen. Die haben vielleicht von. Vom Crystal Meth Café gekostet. So, dann Knochen gleich auf die. Sehr schön. Duvakin. Feel my righteous fury. Hammer der Stürme. Jawohl. Hat die gerade ihn wieder ange... Ihr wisst schon was? Oder sah das nur für mich so aus? Ich will jetzt mal das mit dem Pups-Angriff hier machen, mit dem Fuß-Angriff. Zack. Boy, this is neato. Ja. Das scheint ganz gut zu klappen hier. Es tut mir echt leid, ich hau den die ganze Zeit. Da hinten ist eine Kiste. Oh, ein Taco. Metrosexuelles Haargel, nicht schlecht. Wir müssen auch mal diese Tempotränke jetzt nehmen und so, sonst liegt hier überall alles rum. Das ist auch nicht so cool. Na komm her. We will kill them with compassion. Was? Wir werden sie mit Mitgefühl töten? Alles klar, war das. Und Knochenbrecher. Jawohl. Und er darf jetzt gleich Hammer der Stürme reindrücken. Feel my righteous fury.
That's what you get for being mean to people. Boah, das war ein krasser Block. Nicht schlecht. Gut gemacht, Duschberg. Oh, da hinten ist eine Triple X Schnapsflasche von den Hillbillies. Kann man den wieder anzünden, den Grill hier? Kann man noch irgendwo was abschießen oder so? Also falls ich irgendwas verpassen oder verpeilen sollte, sag mir bitte Bescheid in den Kommentaren. Dann bin ich gerne gewillt, da auch rückwirkend Sachen besser zu machen oder anders. Beziehungsweise irgendwelche Items einzusammeln oder so. Erstmal die Ratte beseitigen. Well, here we go again. Oh, das war daneben. Das weiß ich natürlich nicht so gut. Aber der gute Blitz von Butters lässt uns nicht im Stich. Boah, schlecht geblockt. War nicht so hart, nee. Genau richtig. Sehr schön, aber jetzt wollen wir das hier haben. Dich damit jetzt die Ratte irgendwie töten können. Das Geräusch. Ist das hart. Jetzt muss ich wahrscheinlich das hier anschießen. Und jetzt, wenn ich da reinlaufe, kriege ich Schaden. Ja, toll. Also es war gedacht, um die Ratte zu töten wahrscheinlich. Habe ich zu spät gesehen. Gehen wir wieder. Oh, da gibt's noch was. Von lauter. Gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier noch die Möglichkeit, Heiltränke zu holen. Damn if you ain't a noble knight after all. Alright, kid, here you go. Dartpfeile als Waffe? Cool, gerade mal gucken. Oh, die sind sogar richtig stark. Cool. Wir behalten jetzt mal den Mongolenbogen, weil der so gut passt hier. Was, wir haben eine afghanische Ziege gekriegt? Und da steht, ist das die wie nix? Alles klar. Die Folge kenne ich auch noch gut mit Stevie Nicks. Mr. Kim schreibt, wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich an. Ich werde über deine Feinde kommen, wie Smog über Shanghai. Alles klar. Gut. Dann können wir hier wohl mal rausgehen. Ich würde gerne mit dem Barkeeper reden. Ich kann ihm ins Gesicht schießen, aber nicht mit ihm reden. Verdammt. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Da sind wir. City Hall waren wir auch. Jawohl, dann kommen wir tatsächlich der Kirche und der Schule dann nah. Man glaubt es kaum. Moment. Und hier ist nochmal Wald, aber da will ich jetzt gar nicht unbedingt hin, weil Wald war immer... Da konnte man sich verirren und... Na, komm her. Den nehmen wir noch gut mit. Das Yo, Doug, can't I just go right back home after the flight so I don't get grounded? Ja, du kriegst keinen Hausarrest. Du brauchst keine Angst haben. So. Oh. Und der hat genug. Vater, es gibt ihm den Hammer of Righteousness.
That was the most perfect throw I've ever seen. Tatsächlich war der richtig gut, war das. Und er hat ihn getauntet. F. Ich will das jetzt wirklich mal. Das klappt nicht. Ich muss nochmal schauen in den Controls. Vielleicht mache ich da was grundlegend falsch. Jawohl. Der Butters ist auch um einiges stärker geworden. Hallo Mädchen. Mag nicht mit uns reden. Kann man da nach unten reisen? Nee, kann man nicht. Gut, dann laufen wir zu Fuß. Oh, natürlich spielen wir das dumme Game. Wir sind Jungs. Was? Dass man von einem Nippeldreher sterben kann? Nee, das wusste ich nicht, Butters. Polizisten? This is where Jimmy gave me that noogie one time. Gehen wir mal zur Polizei. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Ah, stimmt. Da gab es auch die 7-Folge, wo sie... Ah, ja, mit dem Typ, der die Hände abhackt von seinen Opfern und... die Cops einfach zu blöd sind, überhaupt irgendwas rauszufinden. Sorry, Kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Okay. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on it, funny. Das wird's gewesen sein, Boy. Vielleicht solltest du mal deinen Mitbewohner fragen, warum der danach immer so entspannt aussieht. Da ist eine Kamera. Jo, gehen wir mal in den Gefangenen. Boah, da hinten ist der durchgeknallte. Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Hey kid, find the key and bust me out of here. Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Okay, an einem ruhigeren Tag sind wir vorbei. Können wir da nichts runterschießen hier von den Schlüsseln? Aha. Die Kamera ist aus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil wir hier die öffentliche Ordnung und Sicherheit schwächen. Aber man kann es machen, also mache ich es jetzt einfach mal. Nothing ever happens in this one-horse town. Except for hippie infestations. Hippie lagen Ärger mit Katzenpisse und Meerschweinchen-Attacken. Randys Strafbescheid wegen Alkohol am Steuer, geil. Penis-Phantombild, auch gut. Ja, man sieht die Polizei in South Park, die nimmt ihren Job ziemlich ernst. Wieso kann man nicht mit denen sprechen? Und die da hinten? Der da hinten hat ihn. Doch. Gut. Ja, dann gehen wir noch schnell hoch. Und. Im Evidence Room. Oh ja! Das ist genau das Richtige für uns. Und ihr seht auch, hier sind die abgehackten Hände und das 3D-Handmodell, mit dem man dann wirklich schlussendlich rausgefunden hat, dass der perverse Typ, der im Keller wohnt, der Bösewicht ist. War das gerade Sperma? Und was ist das? Oh.
Ah ja. Da muss man hochgehen. Hallo, gehst du da vielleicht hoch? Wieso macht er das jetzt nicht? Ist ein Riesendildo? Meine Güte, ey. Was die hier für Beweisstücke haben, ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Asitec. Sehr nice. Ich mag diese kleinen Rätsel auch immer. Also es ist ja nichts Weltbewegendes, aber... trotzdem cool gemacht. Bandit, Bartschatten, Glitzerschmuck. Nehmen wir alles. Yeah, bling bling. Hier ist was von Mysterion. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Ah, okay, hier kann man sich Zeug holen. Damien Thorn, stimmt, das war die Damien-Folge. Ah ja. Arm yourself. It's crazy out there, klar. Es wird viel besser, wenn jeder eine Waffe mit sich rumträgt. Dann ist es natürlich alles viel... alles verschlossen. Alles viel sicherer, ne? Die gute alte Ami-Logik. Ja, und jetzt geht's hier rein. Oh, nice! Riot Gear. Komm schon, da muss ich doch was looten können. Nein. Ich will so eine Aufstandsbekämpfungsausrüstung, damit wäre ich der King und ein paar Schrotflinten. Ah, Schlüssel zur Gefängniszelle, sehr nice. Dann können wir jetzt den ersten Verrückten freilassen, warum auch immer. Kann man hier was machen? Okay, da kann man jetzt ab sofort rein. Was haben wir hier? Ja gut, also wir haben jetzt die Polizei. Oh, Emergency Exit. Polizeistation noch durchsucht. Und kommen dem Ganzen schon wieder ein Stück näher. Sehr schön. Gehen wir auch hier runter. Und das nächste wird sein, die Quest in der Kirche. Aber das werden wir machen, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Videospaß mit Morgi. Ciao!